Die besten Tricks und lustigsten Fails in Brawl Ball. Heute mit 10 Zuschauerbeiträgen. Wir starten gleich mit dem ersten Zuschauerbeitrag. Ich glaube, Chief nimmt extra meine Beiträge nicht in Achtung lustig. Ich schaue immer Achtung lustig. Ich sehe, mein Beitrag ist nicht dabei. Ist er wirklich nicht dabei? Und dann am Schluss, nachdem du Achtung lustig zu Ende geschaut hast, oh, mein Beitrag war nicht dabei. Na gut, dann hoffen wir, das ist heute nicht so für die 10, welche die Beiträge in Achtung lustig drin haben. Wir starten mit Mortis in Brawl Ball. Wenn Mortis mal wieder alle auseinander nimmt. Dieser Mortis hier auf der linken Seite mit dem Ball hat auch die Ulti bereit. Sehr schöner Pass, dash dahin und macht den Ball rein. Super gespielt von Mortis. Falls es dir zu schnell ging, hier gleich nochmal. Mortis macht das super. Er spielt den Ball, springt zum Ball und dann reingeschossen. Hammer! Der dritte von 10 Zuschauerbeiträgen. Wie du mit einer Super 3 Kills machst? Da bin ich jetzt sehr gespannt. Mortis da auf der linken Seite wieder. Spielt die Fledermäuse, dann gleich nochmal die Fledermäuse und hat sie alle erledigt. Super gespielt von Mortis mit den Fledermäusen. Solche Szenen sind einfach so schön, das schauen wir gleich nochmal. Da Mortis die Fledermäuse, dann hat er wieder die Ulti und nochmal die Fledermäuse und ein wunderbares Tor. Wie viele Tornados kann Mortis eigentlich in einem Angriff spielen? Das ist schon ziemlich krass. Es steht 1:1, achtet auf den Mortis, der hat schon die Ulti, der erste Tornado, der zweite Tornado, Mortis schon wieder die Ulti, der lädt sich da immer an dem Frank auf, da kommt ein Tornado am anderen, es ist unglaublich. Und jetzt geht Mortis noch zum Tor und erledigt noch die letzten Gegner und schießt gleich noch das Tor. Unglaublich, diese Menge an Tornados. Hast du sowas schon mal gesehen? Der vierte von 10 Zuschauerbeiträgen. Mein krassestes Mortis-Tor bis jetzt. Mortis hier im Angriff und achtet jetzt genau darauf, wie er die Ulti einsetzt, um die Kisten zu entfernen und dann von der Seite das Tor macht. Das spielt er wirklich sehr schön. Mortis da, dasht nach vorne, setzt dann die Ulti ein, die Kisten sind weg und das Tor geschossen. Doppel Daumen hoch für diesen Mortis. Der fünfte von 10 Zuschauerbeiträgen. Zum Glück spielt Mortis nicht immer so gut. Möchtest du diesen Mortis hier in deinem Team haben? Der ist schon sehr low, hat aber alle erledigt. War eigentlich sehr gut gespielt. Jetzt ist er allein vor dem Tor und er schießt auf die Ecke. Was für ein Pechvogel dieser Mortis. Da kommt der Schuss, das tut richtig weh, der prallt an der Ecke ab. So knapp. So viele gute Mortis-Spielzüge. Das lässt dann nur noch darauf schließen. Wenn du trotzdem verloren hast, wenn du alle Mortis gespielt hast, dann muss es eindeutig am Skin liegen. Und das denken sie sich hier alle und gucken da zu dem einen, dem Rockabilly Mortis, der aus der Reihe tanzt. Alle gucken sie da hin. Das muss seine Schuld sein. Zum Schmunzeln zwischendurch das hier, der neue Sommer-Lou-Skin. Ja, das ist Lou. Es ist Sommer. Er ist geschmolzen, der arme Kerl. Könnte uns leid tun, der arme. Wir kommen zum nächsten Star in Brawl Ball. Frank. Als Frank in Brawl Ball noch völlig OP war, es sieht aus wie ein gemütlicher Spaziergang im Park. Frank passt sich selber den Ball. Er kann einfach nicht erledigt werden und läuft gemütlich bis ins Tor. Ja, so ist das mit Frank. Und so ist das mit Frank auch heute noch in tiefen Pokalbereichen. Da ist er teils wirklich sehr stark. Der sechste von 10 Zuschauerbeiträgen. Ja, hier wird man sich gleich fragen, ob das Skill von Frank ist oder ein schlimmer Fail von Gene. Was meinst du? Frank watschelt da, wird gezogen von Gene und kann jetzt locker das Tor machen. Gleich nochmal, Frank wird gezogen von Gene und macht das Tor. Kurz, aber gut. Frank muss wirklich aufpassen, dass er sich nicht zu früh freut. Dreh dich nie zu früh, Frank. Frank da vor dem Tor räumt alles weg, das sieht eigentlich sehr gut aus. Frank hier vor dem Tor, der dreht jetzt schon und sie erledigen ihn nicht mal, aber dann trifft er nicht richtig und das führt dazu, dass er mit dem Ball wegrennen kann. Frank nimmt die Verfolgung auf, aber ist natürlich viel zu weit weg und da ist das Tor halt für den Gegner gefallen. Aber es steht ja erst 1:1, vielleicht kann man es ja nochmal retten. Frank hier mit dem blauen Gesicht geht da jetzt voll in den Angriff über, läuft auch ein bisschen weg. Das blaue Team hier ziemlich am Drücken. Frank erledigt, Poco mit dem Ball, schießt den Ball rückwärts. Das blaue Team hier natürlich in der Überzahl. Nur Mike, der hier noch verteidigt, das sieht gar nicht gut aus für das rote Team. Ja,
Und dann fällt das 2:1 und sie haben verloren. Traurig, traurig. Ein super Trick für Leon und sein Gadget in Brawl Ball. Man kann das Gadget von Leon auch zur Verteidigung brauchen in Brawl Ball. Leon hat hier den Ball, jetzt macht er da sein Gadget hin. Das ist jetzt der Fake Leon, das der Klon Leon, der verteidigt und die Gegner versuchen an ihm vorbeizuschießen und der unsichtbare Leon hat sich den Ball geschnappt. Das ist natürlich sehr schlau gespielt von dem Leon hier. Nochmal hier, Leon hat den Ball, jetzt klont er sich, macht sich unsichtbar. Die Gegner haben das nicht gemerkt. Und jetzt kann er natürlich doppelt abdecken. Der Gegner versucht vorbeizuschießen und Leon kann sich so den Ball schnappen. Ein super Trick für Leon. Zuschauerbeitrag 7 von 10. Merkt eigentlich niemand, dass Chief aussieht wie Colt? Wie ist er denn da drauf gekommen? This is too easy. Da ist Colt. Da bin ich als Colt. Ja, das passt eigentlich ziemlich gut zu Colt. Das hat schon was. Beitrag 8 von 10. Chief sieht aus wie eine Kiwi. Ich bin auch eine Kiwi, schaut. Ich sehe aus wie eine Kiwi. Habe ich im Stream gesagt, dass ich aussehe wie eine Kiwi wegen dem neuen Haarschnitt. Und aber zur Überraschung hatte ich auch eine Kiwi dabei. So sieht sie aus, die Kiwi. Da ist sie. Mit einem Hut. Der Hut kleine hab ich nicht. Kiwi hier. Chief die Kiwi! Die legendäre Kiwi gezogen. Sehr cool. Sehr coole Animation da mit der Kiwi. Lustiger Beitrag. Daumen hoch dafür. Und wir kommen zum neuen Kapitel Dynamike in Brawl Ball. Als erstes tritt an Dynamike, der Fidget Spinner. Vielleicht auch ein bisschen der Spinner. Da dreht er sich, der Spinner, und schießt den Ball. Ein Tor gab es zwar nicht, das sieht aber schon lustig aus. Da ist er wieder, Dynamike, der Fidget Spinner mit dem Ball. Und ja, sauber. Der 9. von 10 Zuschauerbeiträgen. Dieser Dynamike hat richtig hart trainiert, damit er die Dyna-Jumps gut hinbekommt. Da sind sie, unsere drei tapferen Helden. Dynamike hier mit den Sprüngen zum Ball, dann nochmal gesprungen, damit er nicht gut getroffen wird. Dann der Schuss und der bleibt genau auf der Linie liegen. Das ist natürlich Pech. Sehr gut gesprungen, leider trotzdem kein Tor für ihn dabei. Zuschauerbeitrag 10 von 10. Dieser Dynamike hier vergeigt seine Ulti. Da sehen wir ihn, Dynamike will verteidigen, wirft die Ulti und sprengt alles weg und macht quasi ein Eigentor. Das ist schon blöd, wegen seiner Ulti kommt der Ball da durch, sonst wäre er gar nicht durchgekommen. Nita hat nämlich genau geschossen, bevor sie getroffen wurde. Wenn das nicht ein unglaubliches Pech ist hier. Nita schießt, wird erledigt, der Ball rollt durch. Pech gehabt, Dynamike. Ja, du musst schon aufpassen, wo du deine Ulti hinwirfst, Dynamike. Vor allem hier vor dem eigenen Tor ist natürlich blöd. Nach diesem ganz besonders traurigen Fail. Hier nun, wie man es richtig macht. Er glaubt, er hat sein Soulmate gefunden. Schau mal, wie die da schön dribbeln. Die passen sich den Ball hin und her, das ist wirklich schön anzuschauen und dann wunderbares Tor, sehr verdient. So spielt man Brawl Ball. Wunderbar sieht das aus, weggedrückt, dann Ball zu Edgar, Ball wieder zurück, nochmal ein Pass und wunderschönes Tor. Super, oder? Und hier sehen wir eines der besten Spiele, die er je gesehen hat, vor allem mit Random. Ja, einmal mehr erwartet uns hier ein ausgezeichnetes Passspiel. Da schnappen sie sich den Ball, das blaue Team, dann Pass nach links, dann Pass nach rechts, Pass zurück. Ja, lehrbuchmäßig jetzt den Pass verteilen, nach rechts, jetzt wieder angegriffen, Pass nach links und dann sauber ins Tor. Was für eine super Angriffskombination. So sollte es sein. Wenn du mal eine kurze Pause brauchst vom Brawl Ball Training, dann kannst du das hier machen. Büsche trimmen. Da macht er erst diese vier Büsche hin, dann hilft Bull beim Trimmen. Da ist schon ein H sichtbar. Jetzt helfen sie da weiter. Ein E, zwei Ls und am Schluss gibt es noch ein O dazu. Sehr schön gemacht. Sogar klein geschrieben das O. Und da steht jetzt Hello. Sehr cool gemacht. Aber natürlich wieder der Bull macht alles kaputt am Schluss. Sowas Gemeines von dem Bull. Hammer Brawl Ball Beiträge. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Bitte abonniere meinen YouTube-Kanal, damit du auch in Zukunft nichts verpasst und am besten aktivierst du auch die kleine Glocke für Benachrichtigungen. Viel Spaß bei einem von diesen vorgeschlagenen Videos.